Der 24.12.2018, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Star Wars Projekt. Das Star Wars Projekt für 2019. Heute auf Heiligabend, meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich haben wir auf. Wir sind leider keine Amerikaner, sonst hätten wir den ganzen Tag auf, so wie in Amerika. Und dann hätten wir abends irgendwie in Ruhe geschlossen. Und am frühen Morgen des 25.12. hätten wir dann Weihnachten gefeiert. Aber wir sind ja die Deutschen und wir Deutschen machen so circa bis 14 Uhr auf. Viele sind im Stress noch. Aber dieser Stress ist gar nicht mehr so gegeben wie früher. Vor 50 Jahren war richtig stressig, weil da gab es sowas ja nicht, dass man da irgendwie online irgendwie einkaufen hätte können. Man hofft, dass die Lieferung auch bis dato dann erschien. Und einige kaufen ein, so wie ich heute Morgen auch. Ihr merkt, ich habe eine belegte Stimme. Ich habe gestern Abend so einen leichten Virus bekommen. Die Erkältung ist in Anmarsch. Da sind wir auch schon beim Thema Anmarsch, Star Wars. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an den angeschlossenen Rundfunkgeräten hier. Ach, Star Wars. Also Disney schraubt zurück. Disney ist ein bisschen enttäuscht durch die Spaltung E8 und die Spaltung durch Han Solo. Dass sie ihre Umsätze gemacht haben, ist okay, aber wie solche Großaktionäre nun mal sind, sie wollen mehr haben. So, 2019 kommt im April das Ganze und dann bei einem Footballspiel kommt das nächste und dann ist auch schon E9 da. So, und dann kommt die Nachricht heute eingelesen, dass auch bei Lego reduziert wird. Disney reduziert das Ganze, damit wir uns wieder an Star Wars annähern können, damit wir uns an Star Wars wieder daran gewöhnen. Ich meine, Disney macht alles falsch, leider. Von der kaufmännischen Sicht sollte man sowas nicht machen. Ein Produkt, das 42 Jahre alt ist, und das Produkt Star Wars ist 42 Jahre alt. Walt Disney, Lucas, Kennedy, Verantwortung, J.J. Abrams hätten doch den Dark Lord, den dunklen Lord, Anakin Skywalker mitten einbauen sollen zwischen 3 und Rogue One. Das wäre ein Wahnsinns und dann auch so gedreht wie Rogue One. Wir hätten gerne gesehen, wie Dark Lord, also Anakin Skywalker als schwarzer Lord, als Cyborg, die Jedis da aufgemischt und dann hätten wir auch gewusst, wie viele Jedis wirklich überlebt haben. In Teil 4 ist der Ober-Jedi 900 Jahre Yoda verstorben und Luke Skywalker hat nicht abgeschlossen. Anakin Skywalker war 9 Jahre alt und wurde da, ihr wisst schon, man hat das auch mittlerweile bestätigt, von einem gewissen Plagueis indiziert, in die Frau hineingetragen, sie hat ihn ausgetragen, dadurch hatte der den hohen Wert in seinem Blut. Dass er der Auserwählte nun ja irgendwelche Sagen und Märchen in der Welt der Religion, auch Jediismus, Sith Lords etc., die sich selbst umgebracht und somit die Jedis überlebt haben. Grüße! Hallo! Morgen! Es ist immer noch der 24.12.2018 und wie man bemerkt, erscheinen Kunden, natürlich nicht im Namen von Star Wars, sondern im Namen von Ich brauche. Ist klar. Wir sind und bleiben immer noch die Dienstleistung zwischen Kopierhaus und Medienhaus. Dieses Jahr haben wir halt nicht so viel zu tun. Ist schon alles erledigt. Weil manchmal war es so, dass man noch auf die letzten Minuten hier ganz viel machen musste. Heute ist halt zum ersten Mal ganz in Ruhe jetzt hier vor laufender Kamera der 24.12.2018 und wir haben gerade mal 10 Uhr morgens und ich spreche mit euch, ich habe einen Bonbon im Mund, weil ich habe ja schon gesagt, dass ich mir irgendwie was eingefangen und die Buchhaltung hat auch gerade gesagt, hat Kratzen im Hals. Also hat irgendein Kunde uns ein bisschen den Virus überlassen in den letzten Wochen. So, wir bleiben bei Star Wars, dem Projekt Star Wars, wie gesagt mit Disney. Disney sagt, wir ziehen etwas zurück. Auch das Franchise wird zurückgezogen, auch bei Lego. Diese Lego Days, diese Spezial Days, Star Wars Day, Lego Day werden zurückgefahren. Wir alle sollen uns wieder an das Produkt Star Wars gewöhnen. Meiner einer sagt, 42 Jahre muss ich mich an nichts gewöhnen. 42 Jahre ist da. Mir jetzt alle Figuren zu entziehen,
die in den 42 Jahren auf den Markt geworfen. Wird ein Home Run entstehen für die, die da sammeln und ihre Sammlung vollenden wollen? Die Preise werden stark fallen bei Amazon. Ist klar, weil die wollen dann alles loswerden, weil Disney neue Figuren auf den Markt werfen möchte. The Resistance, The Rebels, dann die neuen Realserien. Aus den neuen Realserien sollen dann Figuren ab 2020, 2021 zu haben sein. Da wird sich sicherlich Sideshow, Toy Us, Hot Toy sich drauf einschießen. Toys R Us gibt es ja auch nicht mehr. Nur hier vereinzelt und alle Kunden erschrecken sich, was da für Ware denen angeboten wird. So, wir als Fachgeschäft, ich, der hier dieses Projekt Star Wars jetzt eröffnet hat für 2019, wir bleiben dabei. Ich begrüße euch total recht herzlich. Ihr seid Star Wars Fans von A bis Z. Ihr habt eure eigene Ausrichtung. Ihr mögt 1333, ihr mögt die Spiele Battlefront und Sword. Sword ist ja auch eingestellt worden. Battlefront geht fröhlich weiter. Die ganzen Games werden zurückgeschraubt. Wie gesagt, man konzentriert sich jetzt nur noch auf Disney Plus. Wann Disney Plus starten wird, weiß ich nicht. Jedenfalls April kommt mit der Convention einiges wieder auf uns zu, wird uns auch einiges wieder erklärt werden. Und dann kommt auch bei den Football-Spielen irgendwann im Oktober da nochmal so einen richtigen Satten und dann ist der Film auch schon auf den Leinwänden und dann haben wir schon unseren Gesprächsstoff. Heute, 24.12.2019, also in einem Jahr, ist klar, dass wir uns darüber nochmal unterhalten und schauen, was dabei rauskommt. So, was kommt dabei raus? Wir wissen es nicht. Weil Disney ist jetzt der Geldgeber, Lucas mit Kennedy sind die, die da arbeiten, ob J.J. Abrams. Da fiebern alle drauf, dass das wirklich mit diesen ganzen Zeitsprüngen, die er da jetzt konzipiert, und so was Tolles. Also an sich können wir gar nicht spoilern. Star Wars ist 42 Jahre alt und die, die im Hörbuchbereich sind, haben einen ganz anderen Star Wars. Die im Battlefront sind, haben einen anderen Status. Sie kämpfen wie die Weltmeister und SWAT, also die im PC-Bereich arbeiten, haben ein anderes Star Wars mit anderen Leuten. Ja, gestern Abend mir nochmal Rogue One angesehen in 3D. Es war super, weil okay, für zu Hause 3D mit 4.500 Ansi-Lumen ist es sehr hell. Man sieht wirklich alles. Ist zwar nicht das 3D, wo ich herkomme mit IMAX im Wohnzimmer, sondern halt, man schaut hinein und ist auch nicht so 3D, wie man es sich vorstellt. So, ich habe, wie gesagt, Zeit heute zu philosophieren über Star Wars. Wie gesagt, wir wissen halt nicht. Ich kann mal eben gucken, ob die heute schon am 24. da irgendwie News haben. Star Wars News. Nein. Man spricht von der Rückkehr von Padme Amidala. Man spricht darüber, dass Star Wars nicht tot sei. Die Zukunft von Star Wars wird auch gerade eruiert, darüber gesprochen, dass alle Filme und Serien, die bei Disney aktuell in der Entwicklung sind, sind halt Serien, Realserien, Fernsehen. Die stürzen sich jetzt halt nicht aufs Kino. Also Johnson, laut des Chefs von Disney, vielleicht hat Johnson deswegen sich nochmal so schön bedankt und für den super Erfolg, um nochmal so richtig Zündstoff reinzupacken. Mittlerweile ist man der Meinung, dass der Johnson Star Wars auf irgendeine Art kaputt machen wollte. Irgendwelchen Snoke da sofort zu vernichten, den Helm zu vernichten, die Choreografie wirklich schlamperhaft da rüberkommen zu lassen, dass wirklich durch E8 eine Riesenspaltung im Thema Star Wars entstanden war und ist. So, Star Wars, die traurige Wahrheit, warum die Polizei von, keine Ahnung, was da vorgefallen war, Star Wars Episode 9, Darth Vader, Huck liegt Moral, Star Wars 9, Snoke liegt Details und so weiter. Das sind alles vor Stunden
Man weiß halt nicht, ob Snoke und nicht Snoke, man ist halt irritiert, warum der überhaupt da war. Und man hätte eine richtige Anbindung machen können. Ich bin immer noch dabei, dass dieser Dark Lord, Anakin Skywalker, das ist seine Saga, das ist sein Film, das sind seine neuen Episoden mit Film, Familie, Luke, Skywalker, der Sohn des Darth Vaders und vor allen Dingen Leia, Organa, Solo, eine Mara Yush und dann auch noch die Tochter von Darth Lord Vader im Hörspiel. Und in allen Hörspielen macht es Sinn, die Hörspiele, die jetzt zu kaufen sind, das sind dann so die abgespeckten zusätzlichen für Star Wars, die jetzt gelaufen waren. 5, 7, 8 und 9. Die kann man holen. Und Han Solo. Und Rogue One. So, die kann man sich anhören. Ist okay. Auch die originalen Stimmen sind da zu hören. Und man kann halt, ja, man kann ruhig arbeiten ohne visuelle Ablenkung. Man hört halt die Geschichten und dann nochmal in abgespeckter Version. Ja, im sogenannten Zeitraffer, ist klar. Aber wie gesagt, gestern nochmal Rogue One gesehen, gar nicht mal so schlecht. Es war ein richtiger Space-Kriegsfilm, ja, so ein Space-Film ohne Jedi. Halt nur einen Dark Lord zum Schluss, der wirklich da durchmarschiert ist. Und genau das hätte, wie gesagt, davor gemusst, ja, dass man wirklich weiß, wie er rüberkam. Ja, jetzt wissen wir es ja, aber wenn die wirklich einen dunklen Lord-Film drehen würden, Darth Vader, The Dark Lord. So, und wenn der wirklich so von drei wie auferstanden, wie er geschrien, wie er sauer war, wo er Padme und gestorben und er dann voller Wut auf der Suche nach ihm, dem Jedi-Orden etc. unterwegs und die dann alle wirklich vernichtet. Und wenn man dann gezeigt hätte, wie er dann vernichtet, wie er dann verletzt wurde, wie er dann sauer wurde darüber und so weiter. Warum nicht? Und dann würde es enden in dieser Vorgeschichte des Todessterns, des Imperators. Ja, also und dann vor Rogue One eingemischt und dann mit Rogue One weiter. Und dann, also es wäre schon schön, wenn wirklich dieser Faden endlich käme, dass man wirklich einen seiner Lieblings, also 4K, DVD, Blu-ray einlegt und dann wirklich einen tollen Tag machen kann, indem es wirklich weiterzieht. Man muss nämlich ein Hörspiel dazwischen packen, um da reinzukommen. Ja, und oder lesen halt. Das Problem an der Geschichte des Lesens und des Comics ist gestern auch drüber gesprochen worden. Da läuft ja alles schräg. Anakin hatte Padme da über eine Brüstung geworfen. Also solche Comics und solche Bücher hauen ja dann wirklich den gesamten Kanon durcheinander. Und dann macht er natürlich überhaupt keinen Spaß, sich das irgendwie anzulesen oder anzuschauen oder darüber zu sprechen. Also Kanon ist, dass wie Anakin, wie gesagt, jetzt wir wissen, wie er durch seine Mutter geboren, also wie die Mutter ihn empfangen hat, ihn dann weitergegeben, Qui-Gon Jinn ihn erkannt und ihn mitgenommen und dann so weiter. Also der Faden von Anakin Skywalker, über sehr guter Pilot, sich entwickelt, dann die Liebe, okay, und dann die Klonen, also ein Ansatz von den ganzen Klonen und dann in Klonkriegen selber, im Zeichentrick mit Order 66, das ist da rund gegangen, ja, also man muss schon sich vieles kaufen, wenn man Star Wars verstehen möchte. Wenn man nur die Hollywood-Filme sieht, da fällt auf, da läuft alles schräg. Die Fans von diesen nur Hollywood-Filmen, die sind durcheinander, sie kommen nicht klar, was absolut nachzuvollziehen ist. Und deswegen macht es ja Spaß, wenn man welche hat, die halt das ganze andere noch dazu packen. Ja, Mogus, der auch auffiel, Mogus, einer der großen Wächter des Ordens, obwohl Mogus, muss ein anderer Mogus gewesen sein, weil der andere Mogus, der auch so aus, also der entstellt war und diese Entstellung auch zeigen wollte,
als einer der Sith oder einer der dunklen Mächte. Ja, die Figur ist leider nicht mehr da, sonst hätte sie euch gezeigt. Die hat jetzt einen Kunde. Darth Lord Vader mit seiner Cyborg-Rüstung. Es war hochgradig interessant in den Hörspielen zu hören. Wer ist das denn? Wer ist er denn? Bis einem auffiel, jo, das war doch Anakin. Es kann nur Anakin gewesen sein. Also sehr, sehr schön. Leider, hier in Deutschland darf man nicht alles hören. Es gibt wunderbare andere Hörspiele. Um an alle Hörspiele zu kommen, muss ich erstmal wissen, welche Hörspiele es gibt. Und dann muss ich natürlich auch wissen, ob die Hörspiele auch so gemacht werden oder gemacht wurden, wie die, die ich schon gehört habe, wo alle Originalstimmen, wo man sich einarbeiten kann, wo die Musik und die Geräusche nur einer, so wie ich jetzt hier, nur erzähle, das ist langweilig. Und deswegen will ich ja das Projekt Star Wars starten, vor der Kamera mitarbeiten, mit mehreren, ja, auch Cosplayer. Weil nur alleine darüber zu philosophieren, dass, wie gesagt, alles nicht kommt, wie wir uns vorstellen, dass alles reduziert wird, jetzt auch die Figuren reduziert werden, Lego reduziert wird, damit wir uns wieder an Star Wars gewöhnen. Ja, dann bis April warten zur Convention, dann, wie gesagt, zum Footballspiel warten. Ja, wir warten jetzt 12 lange Monate. 12 lange Monate. Ich meine, wenn der Tag heute vorbei ist, ist Weihnachten ja und wir können wieder jeder für sich selber und am 28., 27., mal gucken hier. Genau, 27., 28. bis 31. ist ja alles wieder normal. Auch Silvester ist vollkommen normal. Weihnachten fällt halt dieses Jahr nicht so und ist auch kein, wie gesagt, kein weihnachtliches Gefühl da. Ist auch kein Star Wars Gefühl da. Die Reaktionen auf dem Star Wars Fenster sind minimal, weil überall diese sogenannte Star Wars Verdrossenheit im Moment ist, laut Disney. Also Disney hat erkannt, dass da irgendwie eine Flaute herrscht und will darauf reagieren. Warten wir mal ab, was da ist. Ich muss halt den De Augustini Falken bauen. Und dann auch noch den X-Wing. Ich bin Abonnent, muss halt warten, bis die Ware kommt. Keine Ahnung, andere haben schon bis 16, bis 18 ihre Sachen, ihre Tüten. Ich muss halt warten, keine Ahnung, wann diese Tüten kommen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich heute aufmache. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Post heute unterwegs ist. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich Ware bekomme heute. Ihr merkt schon, jetzt ist jetzt ein bisschen Ruhe. Und bevor ich hier irgendwelche Sachen von mir gebe, sage ich euch nur fröhliche Weihnachten jedem Einzelnen. Schöne Weihnachten. Ja, und bleibt Star Wars auf irgendeine Art treu und warten wir mal. Morgen, Grüße. Hallo.